Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls 5 Skyrim Enderal. So rum wird ein Schuh draus und ja, wie gesagt, herzlich willkommen also zurück hier beim Waisenhaus. Beim Waisenhaus, das einen Balkon hat, allerdings keine Tür, die zu diesem Balkon führt, was ich ganz, ganz lustig finde. Ja, das letzte Mal, dass wir gespielt haben, ist ja jetzt mittlerweile schon eine kleine Weile her. Es war vor der Gamescom und seither habe ich auch nicht weiter aufgenommen. Jetzt bin ich eigentlich auch nicht in dem wirklichen Zustand, um aufzunehmen. Ich bin krank, es ist unglaublich heiß draußen und ja, das zusammen ist eigentlich bereits total alles, was halt für keine Aufnahme spricht. Aber ich habe viel zu viel Bock. Und dem geschuldet machen wir jetzt halt weiter. Wir haben hier unten nämlich noch ein wenig was zu erkunden. Hier hinten geht es, glaube ich, weiter. Nein. Okay. Da habe ich mich geirrt. Ich dachte, es ginge weiter. Doch, es geht nicht weiter. Wir sehen also ein verlassenes Waisenhaus. Tote Kinder in Särgen und so weiter und so fort. Und keine Erklärung für irgendwas. Das ist doch wunderschön. Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder zurück und ja, schauen uns noch ein bisschen weiter in der Unterstadt um. Was anderes bleibt uns ja nicht wirklich übrig. Als kleine Vorwarnung kann man vielleicht mal sagen, dass ich vielleicht ab und zu mal kurz mich muten muss, um die Nase zu putzen, um den größten Nieser aller Zeiten loszuwerden. Auf jeden Fall bitte ich um Nachsicht für meinen Kniefe. Trotz der Nasentropfen ist das ja immer noch vorhanden. Und ja. Was jetzt auf jeden Fall als nächstes auf dem Plan steht, ist eigentlich mal das Inventar ein bisschen aufzuräumen, damit wir auch mal auf der Reise mehr looten können und Sachen mitnehmen können. Denn wie ihr vielleicht wisst, sind wir vollkommen überladen. Und zwar im dauerhaften Zustand. Naja. So, was haben wir denn hier? Die silberne Wolke. Ah, ja. Silberne Wolke. Da war ja was. Wohnbaracke Grubenerz, wieder irgendeine Familie oder sowas, aber ich traue mich nicht bei den ganzen Familien einfach. Natürlich traue ich mich. Sorry. Wollte euch nur verarschen. Was man vielleicht noch als Ziel anpeilen könnte, zumindest denke ich gerade darüber nach, wäre. Naja, theoretisch. Theoretisch. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Wäre eventuell die Erkundung dieser Leichengrube, in der wir damals waren. Da waren ja diese zwielichtigen Gestalten. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob sie sich wegteleportiert haben oder nicht. Aber vielleicht kommt man ja irgendwie mit ihnen in Kontakt. Irgendwie. Ich meine, kann auch, was macht ihr denn da? Kein Plan. Kann auch passieren. Ich weiß nicht. So würde ich mich... Sagen wir es so. Ausgeliehene Gegenstände? Ich glaube, ich weiß nicht, was ihr meint. Lasst mal sehen. Ja, den Anschlag, den habe ich geklaut. Sehr schön. Es wäre schön, wenn man gestohlene Gegenstände tatsächlich einfach so sehen könnte. In der eigenen Kategorie, dann wäre das einfacher, die zu verkaufen. Ich gucke gerade mal, ob wir noch irgendwas Gestohlenes haben, das man verkaufen könnte. Aber so wie es gerade aussieht, sind unsere ganzen gestohlenen Sachen eher... Naja, ihr seht es ja selbst. Die muss man nicht verkaufen. Wir können allerdings dennoch irgendwie was verkaufen. Ein Sterndingsgyrometer, nicht unbedingt. Das verbesserte Stahlschwert könnte man theoretisch loswerden. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Die Silberteller will ich auch nicht behalten. Die Silberschüssel kann weg. Der Silberkerzenständer kann weg. Kann alles weg. Hier, friss meine Silberbarren, mein Silbererz. Ich bin kein Schmied. Ich brauche den Kram nicht. Kannst ihn also behalten. In diesem Sinne kannst du auch das Gyrometer behalten. Und bekommst sogar noch einen Stärketrank und eine Tomate von mir. Viel Spaß damit. Viel Spaß in deinem weiteren Leben. Ich bin mal ganz kurz gemutet. So. Und weiter geht's auch direkt. Ich glaube, wo ging's hier lang? Kaverne zur Pechgrube. Ich glaube, hier wollte ich mal reingucken. Schauen wir mal. Das Fenster ist übrigens auch geöffnet und ich weigere mich, es zu schließen. Insofern wird es auch immer wieder Straßenlärm geben, der hier ins Mikro hineindringt. Wie gesagt, nochmals, ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen.
So, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich war ich bereits, ne? Irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor. Nee, kommst du nicht. Eine Mine also, ja? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Minenarbeiter. Weiter geht's. Zwielichtige Gestalt. Eine Schmiede. Eine zwielichtige Gestalt. Und die Pechgrube itself. Joa, kann man mal reingehen, ne? Ahoi. Ahoi. Was haben wir da drüben so? Noch mehr Unterstadt, ne? Könnte bald zu einer Dark Souls Map hier werden vom Aufbau her. Ganz lustig. Gut, schauen wir uns also mal die Pechgrube an. Vielleicht ist da ja was Schönes drin. Ich meine, irgendwas wird hier schon zu finden sein. Ich gebe nicht auf, auch wenn das hier der letzte Ort ist, an dem wir, glaube ich, noch nachschauen können. Danach können wir uns wirklich verpieseln. Überlege gerade. Also, die Pechgrube. Ach, sag mal, ich hab doch gerade erst. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wow. Das ist ja... Das war ja jetzt mal richtig krass. Also eine Erfahrung. Fast schon schade, dass ich das rausschneiden musste. Das war wirklich so geil da unten. Aber leider lief urheberrechtlich geschützte Musik. Ja. Und deswegen konnte ich das einfach nicht... Also, schade, aber hab wirklich den geilsten Teil aller Zeiten verpasst. Ist wirklich richtig gut da unten. Richtig gut. Und ich kann einfach nur sagen, jeder, der das verpasst hat, der ist einfach nur zu bemitleiden. Weil ich bezweifle, dass es in diesem Spiel jemals geiler werden könnte. Ich meine, als dann einfach... Ich meine, es war wirklich... Tauchte dann Jesper auf, ne? Und es war so gut. Es war richtig gut, meine Herren. Als er dann den Hut genommen hat... Oh, ich bin immer noch total begeistert. Merkt ihr gerade, ne? Oh, scheiße. Und dann hatte ihr den hinten... Also, wirklich, wirklich einmalig. Comedy-Kunst vom Feinsten. Und trotzdem mit einer ziemlich guten Spannungskurve. Also... Ist wirklich begeisternd, was die Leute sich alles um diesem Spiel ausdenken. Und ich freue mich auch echt schon auf die zukünftigen Teile. So, da war also nichts zu finden. Das ist natürlich schade. Schreitet wohl. Ich bin neu in der Gegend. Habt ihr irgendwelche Tipps? Tipps? Seid einfach vorsichtig, wenn ihr außerhalb der Stadt seid. Das sind unruhige Zeiten. Wie ist die Lage in der Wildnis? Ach, fragt besser nicht. Die Wölfe verhalten sich, als stünden sie unter irgendeinem Fluch. Attackieren alles und jeden und reißen wild, dass sie am Ende nicht einmal verspeisen. Das muss dieser rote Wahnsinn sein, von dem jeder spricht. Herrje, wohin soll das nur führen? Lebt wohl. Lebt wohl, Digga. Na? Alles klar, Hilda? Ja. Hilda meine ich natürlich. Hilda. Okay. Und es brennt mal wieder. Mal ihr Herz brennt. Okay. Aber vielleicht ist hier bei Hokuman und Söhne noch irgendwas. Ich meine, vielleicht. Hi. Verstehe. Du kannst mich auch mal spielen. Nun gut, dem scheint nicht so zu sein. Tatsächlich ist er gar nicht ansprechbar, was ich glaube ein Bug sein dürfte. Insofern kann man vielleicht mal neu laden. Hallo. Doch, sag mal, was ist denn das hier? Büste von Wona Jonut, okay. Ist das nicht eigentlich die Büste des grauen Fuchses? Aha, ich habe euch durchschaut, ihr Schweine. Also wirklich. So, nochmal probieren.
Sag mal, wieso fügen die denn einen Laden ein, bei dem der Typ nicht mal irgendwie mit einem redet? Der Laden hat sogar eine Öffnungszeit. Aber der steht einfach nur unter seiner Theke und will überhaupt nichts. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Das finde ich ja schon ein bisschen blöd. Na gut. Hier können wir noch weitergehen. Hier wieder mal einige kleinere Wohneinrichtungen. Mit Leuten, die so schlafen, dass man sie einfach beklauen kann. Bitte nur einen. Noch eine zwielichtige Gestalt. Ja, doch. Und dann ist hier die Leichengrube. Yay! Nichts zu tun in diesem Scheißort hier. Hey, warte. Eieieiei, wo kommst du denn her? War die vorher auch schon da? Kann mich jetzt gar nicht an eine Ratte erinnern. Hä, lustig. Na gut, aber in so einem... Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Okay, hier haben sie sich getroffen. Ein gut beleuchteter Ort auf jeden Fall. Da geht's lang und hier geht's lang. Der Schächter von Arkbuch 2, Lehrlingsbuch Rhetorik. Oh Gott, was ist denn hier für eine riesige Leiche? Alter Schwede. Wie haben sie diese Knochen überhaupt hier runtergebracht in die Unterstadt? Gut, aber mehr ist leider auch nicht zu finden hier. Für eine Leichengrube ist das Ganze ja noch relativ unschuldig. Vielleicht ist ja hier drüben noch ein bisschen was. Oh mein Gott! Verlorene, ich glaub's ja nicht. Also, eigentlich war es zu erwarten, ne? Aber ich glaub's immer noch nicht. Also ein Verlorener. Warum da Verlorene steht, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich hat der Typ bei seiner Geburt einfach das R vergessen. Ah, aber er ist tot. Und bringt uns ein paar Runenpfeile und eine schöne Truhe mit, Gedöns. Sehr gut. Oh, da ist noch einer. Aber der hat uns noch nicht bemerkt, weil wir so unauffällig sind. Ja, das wird es sein. Nichts anderes. Ja. Okay, wir sind nicht mehr am Kampf offiziell. Werden aber... Doch, wir werden gerade geheilt. Ich bekomme noch nicht die Anzeige. Na, mein kleiner Freund da drüben, wie geht's dir denn so? Willst du dich nicht mal umdrehen? Bist du doch bestimmt. Guck mal da. Da. Genau da. Da. Nicht hier. Da. Nee, nicht hier. Ach ja. Verstehe. Du mich auch. Weißt du, du mich auch. Spüre brennende Pein, du Arsch. So. Wo. Für Frieden? Das hoffe ich doch mal für dich. Hast ein schönes Runengroßschwert dabei. Nur leider bringt mir das nichts, da ich nicht mit Zweihandwaffen kämpfe. Ah, aber Ambrosia. Sehr schön. Habe ich in Ruhe durchsucht? Ja, habe ich durchsucht. Okay. Dann schauen wir doch mal, was sich hier sonst noch befindet. Vielleicht noch ein Verlorener? Oder Loot. Schöner, frischer Loot. Eine Tür. Und ein Münzhaufen, der uns fünf... Da waren aber mehr als 5 Groschen. Eindeutig, ich habe es genau gesehen. Okay, ein Lehrlingsbuch Rhetorik, eine Tür, wie gesagt. Schauen wir erstmal, ob wir hier was finden. Na, es ist sehr, sehr dunkel. Ich kann nicht wirklich was erkennen und meine Augen tränen gerade. Ich liebe es, krank zu sein. Fass. Ein Fass mit einem Nagel, der als Nägel bezeichnet wird. Und ansonsten... Ja, gehen wir halt zu der Tür, ne? Arkgruft.
Es könnte sein, dass wir was finden. Ich glaub's ja nicht. Was haben wir denn hier unten Schönes? Ah, das klingt schon so schön gruftig, die Musik. Perfekt. Okay, ich zähle zwei Verlorene. Die allerdings noch nicht wissen, dass wir da sind. Ich würde mal sagen, mit Detlef werden sie gleich mal Bekanntschaft machen. Sollen wir mal abtasten, wie stark die Typen sind. Okay. Ich dachte kurzzeitig, es ginge eine Gefahr von unseren Gegnern hier drüben aus, aber... Das ist ja lächerlich. Hast du fein gemacht, Detlef. Hast du richtig fein gemacht. So, was haben wir denn hier? Eisenstreitkolben. Also, muss ich einfach mal sagen, dafür, dass das hier die Unterstadt ist mit den Ärmsten der Ärmsten, bestatten sie ihre Toten auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und luxuriös. Okay, was haben wir denn hier? Gleisender Funke, Morgenlufttrank und ein Genesungstrank. Der Typ will scheinbar irgendwas von uns. Zumindest zeigt dies oder deutet dies seine Handhaltung an. Ah. Und dass man wieder ein Freund, der Bekanntschaft mit unseren Dolchen machen möchte, nachdem wir auffällig, unauffällig die Tür hinter ihm aufgebrochen haben. Ach, scheiße. Ach, komm schon, tu mir das jetzt nicht an. Ach, Kacke! Das kann es denn so schwer sein, eine blöde Tür aufzubrechen. Ja, klar, immer beim ersten Fehlschlag klappt's. Der Typ scheint sowieso schwerhörig zu sein. Hey, wir sind aufgestiegen. Sehr schön. Ich würde mal sagen, noch ein bisschen Ausdauer kann uns gar nicht mal schaden. Du, da hinten müsst auf jeden Fall Bekanntschaft wieder mit Detlef machen. Ah, endlich mal wieder ein Dungeon. Es ist schön. Komm schon, Detlef wartet. Ah, da kommt er ja, mein Freund. Hallo, guck mal. Ich bin doch Detlef und ich heiße... Ich will dir meine Freundschaft näher bringen. Toll, wieso muss Detlef jetzt eigentlich ein Sachse sein? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es der einzige Dialekt ist, den ich irgendwie so halbwegs gut imitieren kann, weil ich nämlich aus Sachsen komme. Hat er nicht gesagt. Ganz, ganz viele Türen. Aber hallo? Aber nichts Interessantes. Oh, warte mal. Den Stahlpfeil. Okay. Geht's hier weiter oder ist hier Ende? Hier ist Ende. Das ist schon mal praktisch. Dann können wir mal ein bisschen die Ausmaße hier abstecken. Hier handelt es sich wahrscheinlich um zwei parallele Gänge, jeder mit einigen Türen an der Seite. Schauen wir uns also erstmal die Türen hier auf dieser Seite an. Hallo Tür! Hallo Raum hinter der Tür! Hallo nichts! Tschüss! Hallo Tür! Hallo Raum hinter der Tür! Hallo nichts! Und ja, ich bin in der S-Bahn hier, Bordig. Lass die Türen offen. Hallo Tür! Hallöchen, du siehst doch, hast du mich erschrocken. Ja, aber hier ist doch was. Eine Stahlschlachtaxt des Frosthauchs. Und ein Skelett. Ah, und eine Gesellentruhe. Sehr gut. Ah. Immer so kurz davor und dann doch wieder nicht. Das Schloss lässt sich nicht so leicht aufbrechen. So, danke. Was haben wir denn da? 63 Groschen. Immerhin hat sich das halbwegs gelohnt. Die Tür mache ich zu, bevor mir dieses Bild hier irgendwie nochmal einen Herzinfarkt einbringt. Und dann machen wir mal dieses Novizenschloss hier auf. Aha! Eine Leiche. Mit Mehl. Und einem Seelenstein. Und einem Stahlstreitkolben, der uns nicht interessiert, denn wir gehen wieder raus. Tschüss! Was mache ich jetzt die Türen zu? Ich habe doch gerade noch... Egal. So, hier dürften keine Türen sein auf dieser Seite, nur ein paar Schriftrollen, die man nicht... Das ist die Unterstadt, das ist eine Gruft hier und die hängen da irgendwelche coolen Bilder hin.
Heiliger. Heilige Makrele. Das sieht ja auch interessant aus da unten. Aber wir kommen... Oh Gott. Ach du Scheiße. Da wartet ein Boss auf uns. Den können wir übrigens lustigerweise... Krustis Dunkelhand, den können wir von hier erledigen. Aber das ist mir zu langweilig. Also aushalten hält nicht viel aus. Nee, komm, den erledigen wir so. Im direkten Kampf, Mann gegen... Oh. Du bist direkt da unten. Ich dachte, du wärst wesentlich weiter entfernt. Das ist okay. Halalala! Mein Freund. Du bist tot. Herzlichen Glückwunsch. Geht auch so nicht viel ausgehalten. Nemesis-Diadem. Genau, Nemesis-Diadem. Und Zelnas Fäuste. Heilige Scheiße, Zelna, deine Fäuste sind gigantisch. Der Pfadbuch 12. Und eine Frau in schicker Pose. Blaues Feuer hilft bei Frauen. Okay. Gut. Truhe. Durchsuchen. Schaufel und Zange. Herzlichen Glückwunsch. Der Typ hat sich ja richtig gelohnt. Er hat uns nicht wirklich was eingebracht, muss man mal so sagen. Und ich glaube, wir kamen gerade von der vollkommen falschen Seite auf ihn zu. Aber das ist ja erstmal nebensächlich, ne? Ja, ich gehe davon aus, dass wir eigentlich hier entlang hätten gehen sollen. Es hätte auch wesentlich epischer ausgesehen. Aber insofern rollen wir jetzt diese Gruft einfach mal von hinten auf, würde ich sagen. Wäre wir damals hier reingegangen, wäre das, glaube ich, wesentlich spannender gewesen, als wir jetzt erstmal in der Leichengrube waren. Du siehst wesentlich entspannter aus als deine Kollegen hier nebenan. Das ist gut. Pass dich nicht an. Sei selbstständig, sei eigenständig, sei was du bist. Ein Haufen Knochen. Ich würde mal sagen, Detlef kommt jetzt als Hauptwaffe wieder rein hier. Oh mein Gott. Oh, they won't know what's coming for them. Whee! Detlef! 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 Na 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 na, Detlef! Wunderschön! Mir tränen die Augen vor Freude. Nicht, weil ich Schnupfen habe. Nein, weil ich mich so freue über unsere tolle Waffe. Verdammte Kacke noch eins. Ey, kaum nehme ich auf, bricht's aber so richtig los hier, ne? Ja. Ja, du mit der Spitzhacke da. Dich will ich tot sehen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Hauptpreis gewonnen. Tod. Ah. Ja, das ist, glaube ich, der Weg, den wir eigentlich hätten gehen sollen. Oh, well. Happens. Ist gerade aufgefallen, sobald ich oh, well sage, klingt es wie oh, well. Ey, hast du schon 1984? Stirb. So. Ah. Und noch mehr Stahlpfeile. Hab ja noch nicht genug davon. Was? Bredonius Meisterkraut. Ey, das ist eine Leiche, die einen Namen hat. Ich bin begeistert. Wahrscheinlich hätten wir hier irgendwann durch eine Quest oder sowas mal runtergemusst. Warte mal, das ist auch Bredonius Meisterkraut. That guy was everywhere. Ach, nö. Scheiß auf die Haut. Sag mal, hier geht's ja noch weiter. Wie viel haben wir denn hier? Bredonius Meisterkraut. Okay, gut. So viel zu dem Thema. Hier mussten wir bestimmt wegen der Quest nochmal hin. Typen hier heißen alle Bredonius Meisterkraut.
Moin. Ah, das sieht ja interessant aus draußen. Alles klar bei dir? Cool. Gut, dann gucken wir mal hier runter. Hier geht's auf jeden Fall auch weiter. Wie's auch. Oh Gott, diese Statuen. Wie ich es hasse. Ah, und nicht existente Bücher. Sehr schön. So, während ich mich nicht von dieser Statue abwende und nicht blinzle, werde ich nochmal ganz kurz Nase schnauben. Bis gleich. So, und da geht's auch schon weiter. Farudin! Und weiter geht's. Hier geht's wieder rauf. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um diesen Raum hier. Die Kunstsammlung. Dieses Bild ist mitten im Wasser, aber es sieht noch aus wie am ersten Tag. Finden Sie heraus, wie... lernen Sie seine Tricks. Wieso traue ich dem hier nicht? Okay. Bei dir noch alles frisch? Sehr schön. Sich voll... Oh, hi. Hi, hi, hi. Kennst du schon Detlef? Nein? Das ist schade. Guck mal hier. Das ist er. Glückwunsch. Ich habe gesehen, er hat Runenpfeiler dabei. Sehr schön. Und mal wieder Pfad, Buch 8. Ich glaube, Buch 8 kenne ich noch nicht. Insofern können wir den Pfad auch mal lernen. Ein langer, unauffälliger Gang. Sehr schön. Nope. Rotes Wirnwurz. Geil. Das ist cool. Ich freue mich gerade wirklich über den roten Wirnwurz. Das ist ganz lustig. Secrets habe ich bisher noch nicht entdeckt. Stimmt, da war was. Ich habe bisher noch keinen... Also, ich gehe davon aus, dass hier unten mindestens einer von diesen... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ach komm, einer von diesen, ihr wisst schon, ne? Und so. Mal sagen, wir kämpfen jetzt ein bisschen. Hallo Ahnengeist. Na, wie geht's? Alles Roger in Kambodscha? Sehr schön. Mögest du krepieren? Glückwunsch. Du hast es geschafft. Eine einfache Aufgabe und du hast sie erledigen können. Ich bin stolz auf dich. Sonst noch was. Skelette. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, die ganzen Skelette durchsuchen. Aber hier. Alter Schwede. Das Ding hier ist eine absolute Lootgrube. Das ist herrlich. Das ist genial. Wie viel Kram man hier wegnehmen kann. Ich habe, glaube ich, gar nicht mal... Oh Gott, ist das gut. Herz des Vielgereisten. Eichenbogen des Mana-Entzugs. Alter Stahlpfeil. Meine Herren. Das Herz des Vielgereisten dürfte, glaube ich, interessant sein. Wir haben doch eigentlich so ein Vielgereisten-Set. Alter, wir haben das gesamte Set. Erblicket den Vielgereisten. Cool. Oder? Haben wir jetzt das gesamte Ding? Ich glaube ja, ne? Wird es irgendwo gezeigt? Wird nicht gezeigt, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Ah, wir tragen zu viel. Da war ja was. Ja, werfen wir wieder mal unnötigen Kram weg. Zum Beispiel die Gabeln. Aha, die Goldbarren nicht. Nein, nicht die Goldbarren. Was ist mit diesen Händen? Ich verstehe nicht, was... Das sind, glaube ich, gestohlene Gegenstände. Stimmt. Ich dachte, die Augen wären gestohlene Gegenstände. Egal. Die will ich auch nicht wegwerfen. Die Nägel können wir wegwerfen. Die Papierrolle können wir wegwerfen. Und die Wolfsfelle können wir wegwerfen. So. Nehmen wir dafür den Trank hier mit und schauen uns noch mal ein bisschen weiter um am Rand. Da leuchtet nämlich wieder was.
Ein Stahlhelm des Magiewiderstands. Das ist ein geiles Bild. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich die wirklich alle mitnehmen möchte, die Sachen. Und auf jeden Fall langsam Zeit, dass wir unseren ganzen Kram mal ein bisschen loswerden. Ihr seht es ja immer wieder. Wir brauchen ein Haus. Ich glaube, ich kaufe uns demnächst ein Haus. Da können wir den ganzen Scheiß drin lagern. Und dann tragen wir nicht mehr so viel Kram mit uns rum. Perfekt. Absolut perfekt. Die Laute wiegt zu viel. Den Korb können wir auch loswerden. Die Lederhäute können wir loswerden. Und dann wiegen wir schon nicht mehr so viel. Perfekt. 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 Was haben wir hier? Einen Morgenlufttrank und noch einen Runendolch, den wir nicht benötigen, da wir bereits einen haben. Aha. Also diese Bilder, die könnte man sich auch besser aussuchen, wie ich finde. Dass überall, also es gibt, sollte ein bisschen mehr Varianz an Bildern geben. Dass die hier in so einem uralten Grab hängen, finde ich dann doch schon etwas befremdlich. Oder was meinst du dazu, Detlef? Die reden miteinander, ne? Seht euch das mal an, das ist ganz lustig. Die gestikulieren irgendwie so, als würden sie gerade wirklich eine Diskussion miteinander haben. Finde ich lustig. Habe ich schon gesagt, dass ich es lustig finde? Ich glaube ja. Hallo. Guck mal, ich kann viel besser schießen als du. Ja, du hast einen Treffer gelandet. Bist du ganz fein. Da sind noch mehr Ratten. Das Ding ist ja gigantisch hier. Ich bin begeistert. Ich habe mich schon darüber beschweren wollen, dass in der Unterstadt so wenig los ist. Und jetzt renne ich hier rum und finde immer mehr Kram. Und dann nehme ich eine Abzweigung und denke, ach, das ist bestimmt wieder ein Dead End. Und dann kommt da noch mehr. Und immer mehr. Das ist ja richtig cool hier. Ein richtiger kleiner Dungeon. Voll toll. Voll, voll toll. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Oh. Dafür benötigen wir also einen Schlüssel, ja? Hast du einen Schlüssel? Nein. Kein Schlüssel. Ich glaube auch nicht, dass irgendein random Skelett einen Schlüssel dabei haben würde. Das wäre richtig arschig. Ein Groschen, ja? Das war ein Münzhaufen. Wollt ihr mich verarschen? Und auch hier stapfen wieder Gestalten durch die Gegend. Hallo. Oh. Hallo, hier Räuber. Ihr seid ein bisschen mehr, als ich jetzt erwartet hätte, tatsächlich. Das beeindruckt mich schon. Zum Glück seid ihr dumm wie Stroh. Oder wie ein Haufen Knochen. Das könnte eigentlich auch ein sehr akkurater Vergleich sein, da er relativ gut der Wahrheit bzw. der Realität entspricht. Du hättest ein paar Schritte weitergehen können. Oh, warte mal, du bist gar nicht hier. Ah, okay. Entschuldigung, habe ich gedacht, du wärst irgendwie... Egal. Egal, egal, egal. Spitze Stahlpfeile, Salz, Frostsalz. So viel kann ich laufen. Weg. Weg. Die sind voll cool. Die haben so total tolle und fancy Namen. Die möchte ich nicht wegschmeißen, die Sachen. Ich kann mal so ein Käserad loswerden und eins einfach mal essen. Aber hier war doch noch eine... Hier war doch noch ein Gegner, der weggerannt ist zu Beginn des Kampfes. Ich dachte, der wäre irgendwann mal hier oder sowas auf. Aber der scheint irgendwie ganz weit weggerannt zu sein. Hat's den Eindruck. Na gut. Schauen wir uns also erstmal weiter um noch eine Truhe. Ich drehe durch hier. Es ist zu viel, Leute. Es ist echt zu viel, okay? Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Kram.
Was war das denn gerade? Wieso hat der mich jetzt auf einmal entdeckt? Hehe, lustig. Also er hat mich locker entdeckt, der andere hatte mich nicht entdeckt, obwohl ich direkt vor ihm stand. Das nennt sich dann wohl Bug. Hä? Hä? Ah! Du da! Entschuldigung, war gerade verwirrt. Okay. Das war gerade etwas verwirrend. Ich glaube, der war unsichtbar oder sowas, der Gegner. Der Skelett. Das Skelett. Zumindest gehe ich davon aus. Weil er einfach direkt hinter mir aufgetaucht ist plötzlich und mich entdeckt hat. Hm. Hier auch wieder. Hier müsste eigentlich ein Gegner sein. Doch, der ist weg. Merkwürdig. Wahrscheinlich gleich wieder auftauchen. Keine Ahnung. Gut, aber hier haben wir uns dann also zu Genüge umgesehen. Wir haben hier ein paar Leichenhaufen. Das sieht doch schon eher nach einer Unterstadtgruft aus. Ich kann das jetzt alles natürlich noch untersuchen. Wir haben hier ein Diadem liegen. Magier-Diadem. Einige Särge mit Skeletten drin. Was das Kinderherz begehrt halt. Ein Feinstahlharnisch. Wie gesagt, einfach alles, was wir wollen. Und noch eine Tür. Ich habe mich übrigens hoffnungslos verlaufen hier. Wem es noch nicht aufgefallen ist. Ich versuche es gerade zu übertünchen, aber da ist nichts. Ja, also ein Gegner hat sich scheinbar in Luft aufgelöst. Mal wieder. Oh well. Gut, das war also das. Dann haben wir hier, glaube ich, tatsächlich alles erkundet erstmal. Hier drüben geht es ja auch nicht weiter. Ich habe gerade die Sorge, etwas übersehen zu haben. Nö, sieht nicht so aus, als hätten wir was übersehen. Ne? Hier gibt es noch ein bisschen was zu erkunden. Aber das hier war erstmal alles. Bei den Leichenräumen, hier sind keine Übergänge. Warte mal. Gehen wir mal die Treppe kurz hoch. Interessieren ganz kurz, wo wir jetzt gerade auf der Karte sind. Hier geht's in den Raum. Hier scheint noch eine Tür zu sein. Die habe ich aber noch nicht gesehen, die Tür da drüben. Okay, hier scheint ein kleiner Soundbug zu existieren. Hallo. Lalalalalalala. Bin gar nicht hier. Aber okay, haben wir jetzt doch noch eine Tür. Ich dachte schon, hier wäre nichts mehr. Oh well, oh well, oh well. Und da sind wir wieder, denn das Spiel ist abgeschmiert. Geil! Diese Truhe bringt nichts. Und, oh, hi. Sorry, ich hab... Es tut mir so leid. Es ist wirklich... Es passiert manchmal. Da gehe ich durch die Gegend und ich übersehe vollkommen, dass da... Ach Gott, ey Leute, es tut mir so unglaublich leid, ne? Ich wollte euch echt nicht stören. Ach Mann, ey, das ärgert mich gerade richtig. Naja. Wie gesagt, das Spiel ist abgeschmiert. Ich musste gerade zum Glück nicht so weit spielen, wie ich kurz befürchtete, da das Spiel mittendrin ein Autosave gemacht hat, kurz nachdem wir den Ahnengeist besiegt haben. Finde ich sehr praktisch. Ich weiß nicht genau, aus welchem Grund da eigentlich jetzt genau abgespeichert wurde. Aber wie gesagt, das ist sehr praktisch. Noch mehr Kram ist hier zu finden. Also, ich, boah. Diese, wow. Diese Gruft, ne? Diese vermaledeite Gruft ist der absolute, oh, das ist der Himmel für mich. Diese blöden, verbuggten Gegner noch nicht wehren.
Na, alles klar bei dir, hängst du da so rum und machst dein Ding, ne? Ich verstehe schon. Ich versuche mal hier die Truhe aufzubrechen. Klappt wundervoll. Sehr schön. Ja, wie gesagt, also das ist gerade sehr, sehr... Ich hätte das nie erwartet. Ich habe es immer gehofft, irgendwas zu finden, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir hier so eine krasse Goldgrube quasi finden würden. Ich meine, es gibt so viel Kram hier unten. Und ich glaube, das Aufleveln ist auch nicht zu unterschätzen. Also, hui, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und natürlich wieder Leichen über Leichen. Alle mit Knochenmehl, das ich jetzt nicht mehr einsammle. Denn ein Alchemist bin ich auch nicht. Ich weiß immer nicht, ob der Schlüssel vielleicht irgendwo zu finden wäre. Oder halt nicht. Bin mir nicht sicher, wie sie das gemacht haben. Ob sie wirklich so gemein sind, in irgendeiner zufälligen Leiche einen Schlüssel zu verstecken. Oder ob sie es einfach lassen. Das ist echt noch funktionierende Handschuhe. Also die würde ich niemals anziehen. Die hat eine Leiche irgendwie, weiß ich wie viele hundert Jahre getragen. Naja. Okay. Gehen wir also weiter. Da ist ein kleiner Beleuchtungsfehler. Von wo kamen wir eigentlich? Wir kamen von da, ne? Das heißt, wir können jetzt hier weitergehen. Ach, hallo auch. Na, wie geht's euch? Alles Töfte, Knorke und so weiter und so fort. Das freut mich. Hi. Ah, ich sehe dich sogar. Also ich sehe Bewegung da hinten, aber ich treffe die Bewegung nicht. Ah, oh Gott, was ist denn mit dir passiert? Alles klar? Der... Buggy! Noch da? Muss keine Angst haben. Brauchst dich nicht zu verstecken. Hey! Bleib doch hier, Kleiner. Bleib doch hier. Siehst du? Alles ist gut. Und es geht noch weiter. Ich dreh durch. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Es geht... Boah. Nee, warte. Ha! Hier waren wir bereits. Aha! Okay. Damit ist alles gut. Wir sind also quasi dann vorhin hier weitergegangen, ne? Ja, hier wäre der Ahnengeist gewesen. Da drüben. Okay, gut. Huh. Das war also hier die andere Tür. Da wären wir angekommen. Hallo. Du auch. Dir auch einen schönen Tag. Ja. Das Spiel freut sich gerade richtig doll und hängt sich auf immer und immer wieder, wie es gerade lustig ist, finde ich total toll. Hier ist noch ein Münzhaufen. Lustig könnte man in der Hinsicht vielleicht auch mal sagen, es ist scheinbar so, dass die Münzhaufen random ihre Beträge quasi, also ihren Wert haben. Ich habe nämlich gerade nochmal einen Münzhaufen eingesammelt, der uns vorher nur einen Endraeler Groschen eingebracht hat. Und in diesem zweiten Fall hat er uns tatsächlich 4 Groschen eingebracht. Insofern würde ich also sagen, dass die, wie bereits gesagt, zufällig verteilt werden, die Werte dieser Groschen. Irgendwie glaube ich, dass ich diesen Ort hier auch schon kenne. Auch wenn wir noch eigentlich noch gar nicht lang gelaufen sind. Vielleicht doch. Nur mittendrin wieder abgebogen. Ich glaube, das war das, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt hier weitergehen, dann kommen wir zu dem großen Raum mit unserem, ich sag jetzt mal, Endgegner. Genau, da bin ich dann eigentlich lang. Hier kann man noch lang gehen, aber ich glaube, hier war dann wirklich eine Sackgasse. Ja. Genau, und da links, da sind wir ja bereits lang gelaufen. Und wenn wir jetzt also diesen Gang hier entlang schauen, da hinten ist der Endboss. Und diesen Raum haben wir vorhin vollkommen übersehen. Also so langsam schließt sich hier der Kreis. So langsam haben wir, glaube ich, alles erkundet. Wir haben hier noch einen kleinen Goldbeutel mit ein bisschen Kohle drin. Sternlingshandschuh, okay, die kann man mitnehmen, die Baupläne. Auch wenn wir, wie bereits gesagt, wahrscheinlich... Hey,
Hi. Alles klar? Cool. Dich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Aber wenn wir ja sowieso eigentlich kein Schmied sind. Insofern, oh, es ist ekelhaft hier. Gucken wir mal. Was haben wir denn noch hier schönes? Genesungstrank. Hacker-Doppelbock, okay. Nachricht des Balsamier. Banktresor, Schlüssel des Balsamierers 1211. Okay. Buch 4 des Schlechters von Ark. Ich glaube, das haben wir bereits. Sicher ist sicher. Keine Ahnung, was hier passiert. Warum haben sie Bestattungen wirklich verboten? Warum verbrennen sie die reichen Oberstädter nicht? Vor was hatten sie wirklich Angst? Okay. Ja, ich glaube, du weißt jetzt, was passiert ist und was das Problem war. Hier rennen ein paar Leichen rum. Der Balsamierer hat also etwas gewittert, wie mir scheint. Ob ihm das den Tod gebracht hat oder nicht, das werden wir noch erfahren. Es gibt also scheinbar auch eine kleine Story hinter dem Ganzen hier. Was ja auch ganz toll ist. Hier geht's auch noch weiter. Ugh. Habe ich gesagt, der Kreis schließt sich langsam, der Kreis weitet sich immer weiter aus. Meine Herren. Oh, heftig. Langsam ist es mir schon wieder zu viel. Aber nur langsam. Moin. Der wäre also auch tot. Und hier geht's direkt weiter. Oh. Münzhaufen. Sehr schön. Noch mehr Kohle also. Und irgendwas komisches Geräusches hier zu hören. Ich glaube, das ist wieder ein Ahnengeist, der hier durch die Gegend geistert. Was Geister halt so machen. Und ja, es handelt sich hier nicht nur um eine Bestattungsgrube für die armen Leute. Ich glaube, die armen Leute werden tatsächlich in der Leichengrube bestattet. Oder in sie hineingeworfen. Und die reichen Leute, die werden hier in der Arke Gruft bestattet. Interessant ist einfach in der Hinsicht, dass die armen Leute total einfachen Zugang hier haben. Das Ding ist nicht bewacht, also können die eigentlich total einfach hier reinrennen und alles plündern. Aber na gut. Vielleicht haben sie doch noch ein bisschen Respekt vor den Toten. Ich habe ihn nicht. Aber ich habe auch nicht vor nichts Respekt, dass mich einfach angreift. Insofern passt das schon. So, hätten wir das geschafft. Ich glaube, hier habe ich bereits alles erkundet. Und jetzt möchte ich wissen, woher dieses Glitzergeräusch kommt. Ach ja, wir wissen ja bereits, es ist ja ein, ja, da ist er, der Ahnengeist. Der nächste Ahnengeist quasi. Und ich würde mal sagen, wir zücken mal wieder unser Silberstahlschwert. Liefern wir uns mal einen ordentlichen Kampf hier mit dem, mit der jungen Dame. Ektoplasma und Geistertuch. Sehr schön. Und noch ein Gegner, der auf uns wartet. Komm her, erwachter Verlorener. Wir kämpfen mal ordentlich hier. Haha, stirb, Schurke. Meine Fresse. Immer mehr Schissel. Und eine Schmuckschatulle. Das ist gerade wieder schön. Es ist mal wieder dieser Bug, dass ich, obwohl ich eigentlich loslasse, weiterhin drücke. Schon wieder. Das ist ein bisschen doof. Naja. Wir haben auf jeden Fall jetzt den Ring des Feingefühls. Ich denke mal, der dürfte uns helfen beim Schlösserknacken, nehme ich zumindest an. 10% einfaches Schlösserknacken. Sehr schön. Aber erstmal ist effektiveres, obwohl effektiveres Schleichen brauchen wir gerade nicht. Gehen wir auf den Ring des Klingenmeisters, denn wir kämpfen uns jetzt hier durch diese Gruft hindurch. Schurke! Ah, sterbt, ihr schurkischen Geschöpfe des Todes, der Finsternis. Oh mein Gott, ihr seid alle des Todes. Nein, das wollte ich nehmen. Danke.
Und was für eine Überraschung, wir haben noch eine Truhe. Schon wieder so ein Schloss, bei dem man den, das Ding eigentlich nicht bewegen muss. Wow. Okay. Was haben wir hier? Eine Sackgasse. Ein totes Ende sozusagen. Ha! Einzelteile. Und eine Gruft mit bereits erledigten Gegnern, wie es scheint. Aber hier ist noch ein Schloss, das zu knacken wäre, also gehe ich nicht davon aus, dass wir hier bereits... Sag mal, hey, ich drücke gar nicht mehr. Wow. Super. Ganz, ganz toll. Ah, vielleicht habe ich die Truhe einfach nur übersehen. Die Tür hier ist nämlich geöffnet. Die Türen sind alle geöffnet, also war ich hier bereits drin. So, werfen wir den Kram mal weg. Und schon mal kurz. Ich hasse es. Aber ich bin auch selbst dran schuld, ich habe nicht dran gedacht. Insofern, hi, wieder mal sind wir hier. Das Spiel ist abgestürzt und alles ist toll. Ich bin gerade versehentlich in einen weiteren Raum gegangen, in dem ich bisher noch nicht war, und dort hat mich ein beschworener Wächter angegriffen. Ein Skelett. Aber es war blau leuchtend und hatte einen anderen Namen. Insofern bin ich gespannt, was uns jetzt hier unten erwartet. Ah! Cool. Eine unsichtbare Wand mal wieder. Und diesen Raum, den kennen wir ja dann bereits schon. Gut, ich dachte gerade, uns würde hier ganz schön krasser Schissel erwarten. Aber so wie es aussieht, gibt es nur noch einen einzigen Ort, an den wir gehen können, an dem wir nämlich noch nicht waren. Oh Gott, hast du mich? Was? Alter Schwede. Okay. Wow. Hallöchen auch. Ja, wie gesagt, an einem einzigen Ort, an dem wir noch nicht waren. Ich zumindest hoffe, und der liegt am Ende dieser Treppe hier. Oh, ah, okay. Hier ist also der Hinter- oder eigentlich der richtige Eingang, wie es aussieht, zu der Gruft. Wir haben sie also komplett abgeschlossen. Ich wüsste jetzt nicht mal, wo wir sonst noch hingehen können. Es gab eine verschlossene Tür, für die haben wir den Schlüssel nicht gefunden. Der einzige Schlüssel, den wir gefunden haben, war für den Banktresor des Einbalsamierers. Da werden wir jetzt auch mal hingehen und schauen, was er da vielleicht so in seinem kleinen Banktresörchen haben. Tütentüt. Und ansonsten war's das schon. Fast ein bisschen langweilig. Aber das Spiel hat sich auch ganz oft aufgehangen. In der Zeit, in der wir jetzt hier eine Folge aufgenommen haben, hätte ich schon 3 Folgen aufnehmen können. Die nächsten wären auch wieder etwas kürzer. Ich merke das gerade. Ich bin etwas angeschlagen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier in dieser Folge einen Cut setzen soll. Deswegen lassen wir die auch vollständig. Hey, guck mal, ich komme gerade aus der Gruft. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Fremdländer. Könnt ihr mir erklären, was es mit diesem Vater auf sich hat? Was es damit auf sich hat? Das nenne ich mal eine Frage. Aber gut, der Pfad ist zum einen die Heilige Schrift, die sowohl die Offenbarung der Lichtgeborenen nach dem Fall Asatorons als auch die Reise der ersten Vasalle nach Endaral dokumentiert. Und natürlich die Tugend des Pfades, nach der wir Endralea alle leben und der den Weg zur Erlösung darstellt. Zum anderen stellt der Pfad auch die heilige Berufung eines Einzelnen dar, den zu folgen Verpflichtung eines jeden gottestreuen Bürgers ist. Verstehe. Dann, nee, mehr. Ah, okay. Die heilige Berufung? Ja. Nur ein im Geist geeintes Volk kann die Zeit überdauern. So steht es im Vers 115 geschrieben. Eigensinn und Gier sind zwei der größten Gifte für den Geist. Und deshalb ist der Lebensweg eines jeden Endraleers zum Tag seiner Geburt festgeschrieben.
Es gibt die Schaffenden, deren harte Arbeit das Metall und das Essen für die Gesellschaft bringt. Die Belesenen, die Berufe ergreifen, die höheres Wissen erfordern, wie den eines Alchemisten. Und die Erhabenen, die geboren wurden, um unser Land zu führen. Innerhalb seines Pfades ist ein jeder frei zu wählen, aber die Grenzen zu überschreiten ist fast immer Blasphemie. Fast immer? Es gibt Ausnahmen, in denen eine Seele erst im Laufe ihres Lebens von unserem Herrn für Größeres erwählt wird. Loram Wasserklinge, ein Schmiedesohn aus ärmlichen Verhältnissen, ist ein Beispiel. Aber sie sind, was sie sind, Ausnahmen. Die Offenbarung der Lichtgeborenen? Ja, ihr kennt sie. Sie wird in der gesamten zivilisierten Welt gleichermaßen erzählt. Sie sind es, die uns vor dem Chaos gerettet haben, in das die Welt nach Asatarons Tod gestürzt ist. Und die Reise der ersten Vasallen? Worum handelt es sich dabei? Ja, anders als Länder wie Nerim oder Kyra war Enderal vor der Offenbarung der Lichtgeborenen unbeflecktes Land. Malphas selbst war es, der einem jungen Gefährtenpaar, Selna und Ketaron, und ihren 100 Gefolgsleuten den Weg nach Enderal wies. Aber euch die ganze Geschichte zu erzählen, würde den Rahmen sprengen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr die Erschließung selbst im Pfad nachlesen. Eine inspirierende Geschichte, die uns allen zeigt, wonach wir zu streben haben. Cool, Level Up durch Reden, durch Zuhören. Sehr schön. Okay. Verstehe. Danke für die Erläuterungen, Pater. Gerne, mein Kind. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Okay. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Alles in Ordnung? Würde ich gerne sagen, würde es klappen. Schluchzen. Alles in Ordnung? Schluchzen. Alles in Ordnung. Magier im Tempel? Großmeister Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Nein, scheiße. Oh nein. Oh Gott. Ja, da ist es wieder. Alles in Ordnung? Was ist los mit euch? Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Das hier ist ein Friedhof. Das ist ein Grab und ich knie davor. Mir könnte es nicht besser gehen. Oh, mit dem Friedhof habe ich gar nicht mitgekriegt. Das richtete sich nicht gegen euch. Ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Wessen Grab ist dies? Wer liegt dort begraben? Meine Schwester. Gidea. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es gab diesen Zwischenfall im Tempel. Der rote Wahnsinn. Magister Jero. Dann habt ihr davon gehört. Meine Schwester. Sie war auch Novizin wie ich und sie... Wisst ihr, sie hatte diesen Jungen kennengelernt. Er war Schaffenden Pfades. Und weder unsere Eltern noch der Heilige Orden hätten es gestattet. Mir hat sie sich anvertraut. Sie hatte vor, mit ihm durchzubrennen, wie in den Badenliedern. Ich habe gesagt, dass es unser Pfad sei, dem Orden zu dienen und dass ihn zu verlassen Sünde wäre. 3 Tage später ist es passiert. Sie ist bei Hierostat umgekommen und ihr gebt euch die Schuld, richtig? Ihr sagt das, als wäre es ungerechtfertigt, aber es ist so. Ohne mich wäre sie jetzt in Dünenheim und würde ein neues Leben aufbauen. Ich bin schuld daran, dass sie an diesem Tag zur Lehrstunde erschienen ist. Egal, wie ich es mir versuche, zurechtzureden, es ist die Wahrheit. Niemand hätte das kommen sehen können. Auch ihr nicht. Wenn etwas schuld ist, dann der rote Wahnsinn. Das ist leicht für euch zu sagen. Naja, ich sollte zurück zum Tempel. Danke für eure Worte. Eventualitäten. Magister Ragon von der Rückkehr der Novizin berichten. Ah, okay. Ich hätte sie suchen sollen, ja. Gut, das wusste ich natürlich. Deswegen habe ich sie auch sofort angesprochen, als ich sie sah. Werden auch uns sofort darum kümmern, ist ja klar. Doch vorher würde ich ganz gerne zum Marktplatz mich begeben, um dort zur Bank mal eben zu gehen. Aber ich verirre mich gerade ein wenig. Hallo, Frau Hufschmiedin, alles klar? Schön. Bei dir auch alles klar, Hufschmied? Herzland, nee, da will ich nicht hin. Ich will zum Markt. Wo ist der Kackmarkt? Geht weiter. Scheiße, ja, ich bin da. Ich versuch doch, okay? Ich versuch's. Warte mal, ich bin ein Idiot.
Hoffentlich finde ich wenigstens diesen dummen Wegweiser wieder. Da ist er. Wegweiser! Bringe mich zum Marktplatz! Cool. Vollkommen vergessen, dass man mit dem Wegweiser ein Schnellreisen machen kann. Das ist halt das Problem. Hab etwas zu lange nicht mehr gespielt und das merkt man wahrscheinlich auch ein wenig. Aber das ist ja alles okay. So, und da sind wir auch schon. Und dort drüben ist die Bank. Hallo, Bank. Cool, dann können wir direkt mal zwei Sachen mit denen besprechen. Zum einen das Haus, zum anderen geht es mir um die, wie gesagt, um das Ding des Balsamierers, den wir nicht angetroffen haben. Keine Ahnung, wo er sein könnte. Egal. Hi. Hallo, wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich möchte diese Beteiligung hinterlegen, der Arker Brauerei. So? Zeigt mal her. Gut, das sieht doch halbwegs dienlich aus. Wir werden eure Beteiligung dann mit euren Zinsen adäquat verrechnen. Cool. Und ich möchte mein Goldfach einsehen. Natürlich. 1406 durch Zinsen, 39 pro Tag, durch Anteile 6 Groschen pro Tag, maximaler Zinssatz pro Tag 250. Okay. Und ich bin an einem Anwesen interessiert. Zeigt mir doch mal euer Angebot. Natürlich. Natürlich, natürlich. Haus am Larxes im Adelsviertel. Mhm. Haus am Marktplatz. Bauplan für Ahorn. Bauplan, okay. Ah, da können wir unser Haus mit verzieren. Aber ich interessiere jetzt erstmal die Häuser. Das Adelsviertelshaus würde mich 5000... 435 Gold kosten. Ich bezweifle, dass wir so schnell das Geld dafür zusammenbekommen können. Frage wäre, ob wir uns erstmal mit dem Haus am Marktplatz begnügen und dann später unser Haus im Adelsviertel kaufen. Oder ob wir jetzt versuchen, möglichst viel Geld zusammenzubekommen, um uns dann direkt das Haus im Adelsviertel leisten zu können. Wäre halt etwas gewagt, muss man mal sagen. Aber man kann es natürlich immer wieder probieren. Wir haben ja hier so ein paar kleinere Sachen, die wir dem werten Herrn verkaufen können, bis er kein Geld mehr hat. Jetzt fehlen uns nur noch 3000 Goldstücke. Ich glaube, das machen wir. Allerdings nicht in dieser Folge, sondern ich mache es zwischen den Folgen. Wir sehen uns dann. Seelen und Freunde ist euer Geld sicher. Überaus sicher. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich überlege gerade, wir versuchen nochmal ganz kurz die Bank direkt zu betreten. Eventuell können wir ja auf das Schließfach des Berten Balsamierers zugreifen. Das würde mich auf alle Fälle interessieren. Die Zellentür. Okay. Ah, hier. Tresortür. Meisterschloss. Benötigt einen Schlüssel. Okay, wir haben aber ein theoretisches Schloss, das wir knacken könnten. Hier ist ein Expertenschloss. Hier benötigen wir einen Schlüssel. Ich versuche mal zu öffnen. Wahrscheinlich wird uns nicht angezeigt. Da! Das ist also das, der Tresor des Balsamierers. Golderz, Geistertuch, Leersalze, exklusiven Mana-Trank, ein Bogenbeschwörungsding hat er dabei und zwei massive Schädel. Mehr leider jedoch nicht, aber hey... Besser als gar nichts. Okay, gucken wir uns mal weiter um. Auch hier benötigen wir unsere Meisterschlossfertigkeiten, aber ich glaube... Ein leerer Tresor. Ein leerer Tresor. Ein Meisterschloss. Benötigt einen Schlüssel. Eine Tresortür. Wieder mal leer. Schön, dass sie ihn einfach so komplett unbeaufsichtigt hier reinspazieren lassen. Experte können wir auch nicht. Wieder mal ein leerer Tresor. Wieder mal ein leerer Tresor. Ein Schlüssel, ein Meisterschloss und ein leerer Tresor. Okay, das ist okay. Das ist akzeptabel. Damit komme ich klar. Wir haben also einige Meisterschlösser. Könnten uns theoretisch also einiges an Geld, ja, besorgen. Aber... Das ist leider jetzt erstmal noch nicht Sache, aber man kann die Bank ausräumen. Nieder mit dem Kapitalismus und so weiter und so fort.
Nicht mehr in dieser Folge allerdings, sondern erst in der nächsten. Wie gesagt, dann gucken wir uns das doch mal an, wie wir mit der Novizin da oben verfahren können, die wir gerade zurückbeordert haben. Vielleicht passiert da noch ein bisschen mehr. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.